Herzlich willkommen auf den Smart Farming Days 22 auf Gut Ahrenshorst bei Osnabrück und wir sind hier am Stand des Gülletechnik-Profis Zunhammer und ich freue mich, dass ich den Chef persönlich sprechen kann. Was macht euer Unternehmen? Ja, unser Unternehmen macht seit 65 Jahren Gülle-Ausbringtechnik in erster Linie in Leichtbauweise. Das sind Güllefässer von 6 Kubik Fassungsvermögen bis 30 Kubik Fassungsvermögen, auch Gülleaufbauten auf den Selbstfahrern von Holmer und Klaas und natürlich die zugehörigen Einarbeitungsgeräte und Zubehör. Nun möchten wir natürlich wissen, warum unterstützt ihr die AgriRouter-Initiative? Ja, als mittelständischer Hersteller haben wir einfach nicht die Möglichkeit, bestimmte Technologien breit in den Markt zu bringen. Es macht Sinn, dass wir in unserer Kompetenz bleiben und es macht auch keinen Sinn, dass jeder Hersteller seine eigene Insellösung betreibt. Insofern ist herstellerübergreifende Zusammenarbeit notwendig und wir wollen im Bereich der AgriRouter-Initiative für unseren Bereich Gülletechnik unseren Teil zum Erfolg beitragen. Das hört sich gut an. Und wieso seid ihr jetzt hier auf den Smart Farming Days vertreten? Was bringt euch das? Elektronik ist ein immer stärkerer Faktor in unseren Fahrzeugen. Die werden immer komplexer, es wird immer mehr rangebaut und wir wollen und müssen über die Elektronik die Bedienung recht einfach halten. Die Smart Farming Days sind die ideale Plattform hier, um einerseits zu sehen, wie unsere Fachkollegen solche Probleme lösen und andererseits zu zeigen, was wir also alles können. Vielen Dank fürs Gespräch, Sebastian Zunhammer, mit neuesten Technologien von den Smart Farming Days 2022.